Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Fritz von Mods Coaching. Auf meinem Kanal gibt es Input rund um nachhaltiges Training, nachhaltige körperliche und mentale Leistungsfähigkeit und Übungen, Tipps, Tricks und Tools für deinen Alltag, um deine körperliche Leistungsfähigkeit und deine sportliche Leistung auf das Level zu bringen. Und heute geht es in diesem Video mal nicht um Training, sondern es geht darum, wie man einen Schreibtisch am besten nutzt, um nachhaltig Rückenschmerzen vom vielen Sitzen, denn Sitzen ist das neue Rauchen, vermeiden zu können. In der Reihe Pain-Free Performance, also in der Themenreihe zusammen mit Movie Monkey, geht es ja ganz, ganz viel darum, wie man stark, beweglich, schmerzfrei, so wie Leon es gerne hätte, wird und aus meiner Perspektive auch dann dieses stark, beweglich, schmerzfrei in sein Training umsetzt und nachhaltig maximal performen kann und richtig leistungsfähig sein kann. Und ganz wichtig dafür ist einfach, dass wir so wenig Zeit wie möglich andauernd im Sitzen verbringen. Denn die große Problematik, die wir haben an Zivilisationskrankheiten, ist chronische Rückenschmerzen im unteren Rücken, verspannte Hüftbeuger, und das erreichen wir ganz besonders, weil wir die meiste Zeit des Tages, egal ob in der Schule, in der Uni, in den meisten Jobs, genau so auf einem Stuhl sitzen. In dieser Position ist ja unsere Brustwirbelsäule nach vorne gerundet. Wir sitzen hier, ja, ich fahre mal dazu den Schreibtisch runter, sitzen hier in dieser Position. Hüftbeuger sind maximal verkürzt. Unsere Lendenwirbelsäule ist in Flexion, obwohl sie eigentlich eher hier hingehört. Und wir hängen jetzt hier am Computer und versuchen hier irgendwie zu arbeiten und kommen nachhaltig in diese Position. Und das ist ungefähr alles, was wir tun können, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir nachhaltig Rückenschmerzen, Schulterprobleme und Nackenschmerzen bekommen, weil wir genau das machen. Wir kriegen Geiernacken. Inzwischen ist es ja soweit, seitdem wir die Smartphones haben, dass wir noch an den Smartphones die ganze Zeit so sitzen. Wir sind immer in einer nach vorne gerundeten, zusammengefallenen Haltung, die sehr nah an unsere Embryonalstellung rankommt. Deshalb ist sie auch so bequem für uns. Wir haben evolutionär betrachtet die meiste Zeit im Bauch unserer Mutter in dieser Stellung verbracht, und es ist auch eine physiologisch sehr wertvolle Stellung, weil wir uns so immer schützen. Das ist unsere Sicherheitsposition. Der Mensch ist aber dafür gemacht, aufrecht zu stehen, sich so viel wie möglich zu bewegen, und im Stehen, wenn wir den ganzen Tag laufen würden, 16 Stunden am Tag auf den Beinen wären, wäre es dann kein Problem, wenn wir 4-5 Stunden auf unserem Hintern sitzen würden und dann in dieser bequemen Position sind. Unser Alltag und unsere beruflichen Ansprüche haben sich aber so verändert, dass wir letztendlich 10 bis 14 Stunden am Tag in dieser sitzenden Position verbringen und dann 2 bis 3 Stunden versuchen, das durch Bewegung zu kompensieren, und den Rest schlafen wir. Und schlafen tun wir ja nun meistens in genau dieser Position, dass wir uns, ich lege mich jetzt einfach mal hin, dass wir uns hinlegen, ja, und die wenigsten schlafen ja so. Das wäre super. Wir liegen meistens so. Und in dieser Position haben wir wieder genau das Gleiche. Guck mal hier. Hallo. Und in dieser Position, wenn wir auf der Seite liegen, haben wir wieder die Position, die wir haben, wenn wir sitzen. Und genau deshalb, weil diese Position, diese nachhaltige Verkürzung der hüftbeugenden Muskulatur so viel Impact auf unsere Lendenwirbelsäule hat, und ich will gar nicht jetzt hier darauf eingehen, wieso, weshalb, warum, was da passiert. Ich möchte einfache Tools geben, wie wir in unserem Alltag mehr verschiedene Positionen einnehmen können, um beweglicher zu bleiben, weniger Schmerzen zu haben, indem wir das nutzen, was wir haben. Wenn wir sagen, wir haben ein Arbeitszimmer oder Platz. Platz auch, Wohnzimmer geht ja auch. Ich habe persönlich das Glück, dass ich ein Arbeitszimmer eingerichtet habe. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen auf die Kniebeuge ein. Die Kniebeuge ist eine auch sehr bequeme Position. Und wenn wir sagen, wir müssen am Computer arbeiten, würde Leon jetzt sagen, wir nehmen den Laptop, packen ihn auf den Stuhl und gehen in die Kniebeuge. So können wir auch einfach das umgehen, dass wir sitzen. Du nervst. Wir erklären gerade was. Ja, geh mal raus. Ab. Das wäre die erste Art und Weise zu sagen, okay, wenn man keinen Stehschreibtisch hat, zu dem wir jetzt gleich kommen, kann man das Ganze so gut simulieren. Man kann sich auch
sagen, okay, ich möchte sowieso beweglicher werden, warum verbringe ich denn nicht mehr Zeit dabei, auf dem Fußboden zu sitzen? Ist manchmal schwierig, wenn man Hunde hat, weil die einem dann regelmäßig auf den Sack gehen, weil sie das Gefühl haben, dass man mit ihnen spielt. Aber wäre natürlich auch eine Variante, sich so hinzusetzen. Man kann sie auch auf Schneider setzen. Man kann eine Yogamatte haben. Hier steht eine hinten in der Ecke. Und die auf dem Boden liegen, wenn man sagt, man möchte nicht auf dem Boden sitzen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, Stühle zu entwickeln und am Tisch zu sitzen. Das hat der Mensch in seinem Umfeld verändert, damit es bequemer wird. Diese Bequemlichkeit ist aber nachhaltig die Ursache für viele Probleme, die wir haben. Wenn man dann sagt, okay, ich bin mal in der Kniebeuge, ich sitze mal auf dem Boden, ich stelle mich mal hin. Wenn wir mehr Zeit damit verbringen, uns mal hinzustellen, mal in der Kniebeuge zu sein, mal auf dem Boden zu sitzen, mal rumzulaufen, dann ist es auch wieder okay, wenn wir zwischendurch sagen, ich muss mich jetzt mal eine halbe Stunde konzentrieren und die halbe Stunde setze ich mich mal so hin und schreibe so. Das ist dann kein Problem. Das Entscheidende ist, dass wir so viel wie möglich diese wirklich beschissene Position kompensieren und ausgleichen, indem wir andere Übungen nehmen. Und wenn du sagst, du bist in der Uni und in der Schule und es ist einfach nicht anders möglich, als so zu sitzen, tu dir zumindest den Gefallen und mach mal so einen halben Schneidersitz, ja, versuch mal andere Positionen einzunehmen mit deiner Gesäßmuskulatur, acker hier ein bisschen rum. Und wenn Lehrer dann sagen, ja, was machst du da, du hampelst rum, bist so ein Zappel-Philipp, muss man halt einfach gute Noten kriegen, dann beschwert sich, glaube ich, auch keiner mehr. Aber es gibt hier auch Positionen zu verändern. Ich würde mich am liebsten immer mal auch auf so einen Stuhl kniebeugen, ja? Man kann sich auch auf so einen Stuhl squatten. Kann man auch zu Hause machen, wenn man sagt, man hat keine andere Möglichkeit. Der Tisch hat so eine mittlere, komische Höhe. Dann geht es ganz gut. Das sind alles irgendwie Möglichkeiten, da rumzuspielen. Und es gibt die Möglichkeit, sich auch ein Monkey Desk zu bauen. Da habe ich in die Beschreibung mal was gepackt, wo man sich einfach so einen Karton aufstellen kann. Gibt es überall. Macht sich super gut. Das Entscheidende ist aber, dass wir, wenn wir unsere Arbeit verrichten, unsere Arbeit ist in der Regel nicht körperlich, müssen wir schauen, dass wir unseren Körper trotzdem in Positionen bringen, die ihn nachhaltig schmerzfrei bleiben lassen. Und da geht es natürlich auch um unsere Erholung vom Training, weil wir einfach nicht in der Erholung vom Training die ganze Zeit uns in eine Position begeben wollen, die nachhaltig für Probleme sorgt. Und da kommen wir jetzt eigentlich zum finalen Thema dieses Videos. Und zwar, ich finde, ein Stehschreibtisch ist für jeden, der viel am Computer und am Schreibtisch arbeiten muss, tut, will, möchte oder lernen will, ist ein Stehschreibtisch die beste Investition in die nachhaltige Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit. Ich persönlich habe hier einen von Ergoni, den habe ich mir auch selbst gekauft, als würden die mir mit so wenig Abonnenten irgendwas freiwillig schicken und schenken. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass es die beste Investition ist, die ich getätigt habe in unsere Einrichtung, weil ich hier die Möglichkeit habe zu stehen. Ich kann ihn stufenlos in der Höhe verstellen und ich habe einfach nachhaltig nicht mehr das Problem, dass ich den ganzen Tag sitze. Denn ich habe auch lange hier am Computer beim Programmieren, beim Klientenbetreuen immer gesessen, hatte auch Rückenschmerzen, weil ich selbst nicht direkt gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit in dieser schlechten Position bin, die ich aber allen immer erkläre, dass sie das Problem ist. Deshalb habe ich mir eine Lösung geschaffen und man hat die Möglichkeit, sich Lösungen zu schaffen und man muss sich gar keinen Stehschreibtisch kaufen. Man kann, wie gesagt, auch Regale nehmen. Es gibt genug Möglichkeiten, das irgendwie zu simulieren. Aber das Entscheidende ist, Sitzen ist das neue Rauchen. Und natürlich können wir Sitzen irgendwo mit Sport kompensieren, aber 8 bis 10 Stunden am Tag Sitzen sportlich zu kompensieren, ist ziemlich schwierig, weil wir ja nicht in der Lage sind, 6 Stunden am Tag nur Sport zu machen. Dann ist Sitzen auch kein Problem. Und selbst dann könnte man sagen, das Sitzen muss nicht sein. Das Sitzen kann man so gestalten. Ich wünschte, dass jeder Arbeitgeber und jede Uni und jede Schule umdenken würde in den nächsten 5 Jahren und das verändert. Ich glaube, es wird nicht passieren. Ich glaube, man muss selbst Verantwortung übernehmen und sich selbst darum kümmern, dass es besser wird. Aber es ist es wert, einfach nachhaltig mehr Leistungsfähigkeit zu haben und fitter zu sein und weniger Schmerzen zu haben. Ich glaube, das ist die höchste Priorität, die man sich selbst setzen sollte. Vor Training, vor Performance, vor Leistung sollte es erstmal so sein, dass man auf einem Grundlevel ist, auf dem einem so wenig wie möglich wehtut. Und jeder, der kommt, ja, mir tut immer so ein bisschen was weh, das ist völlig okay. Ich glaube, wenn man seinen Körper nicht mehr merkt, ist man tot, das sage ich immer wieder. Und seinen Körper zu merken, weil man hart trainiert, weil man weiterkommt, ist völlig in Ordnung. Aber es gibt einfach grundlegende Dinge, die man verändern kann. Und das ist ganz besonders
der Arbeitsplatz, den man hat oder die Art und Weise, wie man die meiste Zeit verbringt. Und wenn du jetzt sagst, du bist Forstarbeiter und läufst 5-6 Stunden durch den Wald, hast du körperlich betrachtet einen ziemlich geilen Job. Aber die meisten müssen an den Schreibtisch und brauchen Argumente, um dem Chef oder dem Verantwortlichen beizubringen, dass ein Stehschreibtisch das ist, was vielleicht die Produktivität steigert und vor allem ein höhenverstellbarer Raster immer gut. Und auch gerade, wenn jemand ins Café geht, es gibt die Stehmöglichkeit, es gibt die Sitzmöglichkeit zum Kaffee trinken, würde ich mich sicherlich 20 Minuten hinsetzen, entspannen, vielleicht sich überlegen, vielleicht sich unterhalten. Wenn es ums Arbeiten geht, stellt euch doch mal hin, das ist ja gar kein Problem. Dann einfach mal hinstellen und gucken, was funktioniert. Und wenn Stehen anstrengend ist, macht dann Pausen. 20 Minuten stehen, 10 Minuten sitzen. Es gibt ja meist auch diese Barhocker. Einfach versuchen, mehr Stehen und aktive Position mit viel Bewegungsradius, viel Bewegungsaufwand in der Hüfte und in der Wirbelsäule zu nutzen, um aktiver zu werden. Geht gar nicht darum, dass man so ein Monkey werden soll wie Leon oder wie ich. Würde mich auch gar nicht so bezeichnen. Ich bin, glaube ich, eher so der faule Gorilla. Aber letztendlich ist es entscheidender einfach, dass man keine Schmerzen haben will. Denn Schmerzen sind halt wirklich scheiße. Und das ist ein sehr einfacher Weg, um nachhaltig weniger Schmerzen zu haben. Wenn du dir jetzt so ein Ding zulegen willst, ich kann die empfehlen. Es gibt auch viel preiswertere. Ich habe auch mal was rausgesucht, wie man als Alternativen nutzen kann. Nutzt gerne die Links in der Beschreibung. Und ansonsten schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du es schaffst, mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Vielleicht auch, was du arbeitest und was du für Videos gebrauchen könntest, um deinen Alltag gesünder zu gestalten. Und ansonsten, wenn du das Gefühl hast, dass der Kanal dich weiterbringt, dass ich dir weiterhelfe in deinem Training, in deinem Leben und dir Tipps geben kann, die dein Training und deine Leistungsfähigkeit nachhaltig steigern, abonnier doch meinen Kanal, like meine Videos, kommentier mir, was unter die Videos, das hilft ungemein, um mehr Menschen damit zu erreichen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training, bei der Arbeit oder dabei, mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Und wir sehen uns hier wieder bei dem nächsten oder einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Fritz von My Performance Coaching und bei mir bekommst du zweimal wöchentlich Input zu Training, Performance und nachhaltiger körperlicher Leistungsfähigkeit. Und ich freue mich, wenn du mich hier das nächste Mal, siehst zu einem weiteren Video. Tschüss!